Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir euch die Erweiterung der Transdeal vorstellen. Hier wurden einige Features neu eingearbeitet in die Maschinen. Die Transdeal 3000 Puls und die Transdeal 4000 und 5000 Puls. Die 300 Ampere, also die 3000er Anlage, ist eine kompakte Anlage, wo der Vorzug intern verbaut ist. Und die 4- und 5000er Anlagen sind geteilte Systeme, wo der Vorschub extra aufgebaut ist. Bei den kompakten Anlagen bieten wir die Systeme als wassergekühltes System oder auch als luftgekühltes System an. Beim luftgekühlten System haben wir den Vorteil, dass wir hier eine Toolbox mit einbauen können. Bei der Toolbox haben wir die Vorteile, dass der Schweißer hier sein persönliches Werkzeug ablegen kann. Und die Toolbox ist auch hier über diesen kleinen Zapfen verschließbar, sodass die persönlichen Gegenstände auch nicht frei zugänglich sind. Die Transdeal 3000 Kompakt Puls zeichnet sich von der Geräteserie, von der geteilten Geräteserie insofern ab, dass die kompakten Anlagen der Transdeal-Serie alle multiprozessfähig sind. Das bedeutet, wir haben hier das E-Handspeisen, das WIG-Speisen und das MIG-MAG-Speisen mit implementiert, wobei man aber sagen muss, der Fokus liegt ganz klar auf dem MIG-MAG-Speisprozess. Beim WIG-Speisen haben wir alle wichtigen Funktionen mit implementiert, das heißt das Pulsschweißen, die Tag-Funktion, die Punktierfunktion mit Berührungszündung natürlich. Beim E-Handspeisen sind auch so wichtige Funktionen wie die Anti-Stick- und Hot-Start-Funktion mit implementiert. Und die Besonderheit bei der Pulsserie im MIG-MAG-Bereich, dass wir hier auch verschiedene Kennlinien, bis zu 57 neue Kennlinien implementiert haben, zusätzlich zu den Standard-Kennlinien, optimiert auf die Aluminium-Silizium-Magnesium-Werkstoffe, auf Kupfer-Werkstoffe, auf Chrom-Nickel und auf die verschiedenen Füllträte. Die kompakten Anlagen bieten auch noch gewisse Features, insofern, dass wir hier standardmäßig auch einen Staubfilter mit verbaut haben. Wir haben zwei getrennte Magnetventile verbaut im System, einmal für den MIG-MAG und einmal für den WIG-Prozess, so dass man nicht ständig die Systeme umbauen muss. Und wir haben hier auch die Möglichkeit im Frontbereich relativ schnell die Polarität zu wechseln, so dass wir relativ schnell auf E-Hand umrüsten können, auf den WIG-Modus und dann hier die Polarität für den MIG-MAG-Brenner. Das ist ganz wichtig, dass wir den hier auch richtig polen, den MIG-MAG-Prozess auf Plus und dann die Masse auf Minus anklemmen. Zu den einzelnen MIG-MAG-Funktionen haben wir hier auch verschiedene Kennlinien eingespeichert oder verschiedene Materialien schon vorkonfiguriert für den Stahlbereich, Chrom-Nickel-Bereich, Kupfer-Silizium-Bereich, Aluminium-Werkstoffe wie Magnesium-Silizium, Metal-Core-Wire und Self-Shield-Füllträte, also dass auch die Füllträte sind berücksichtigt. Bei den Kompaktanlagen liegt der Fokus bis zur Materialstärke, also bis zur Drahtstärke von 1,2 mm. Bei den geteilten Anlagen liegt das Ganze bis 1,6 mm, deswegen auch ein bisschen ein Unterschied von der Kennlinienmenge. Die verschiedenen Schutzgase stehen hier zur Auswahl zur Verfügung und als kleine Besonderheit bieten alle Transdeal Pulsanlagen auch die PCS-Kennlinie mit an. Das ist ein pulskontrollierter Sprühlichtbogen, wo wir vom Pulslichtbogen in den Sprühlichtbogen übergehen. Der Vorteil liegt hierin, dass wir den Übergangslichtbogen vermeiden, dass wir wirklich im niedrigen Leistungsbereich Puls speisen und im höheren Leistungsbereich den Sprühlichtbogen nutzen, welcher ja im höheren Leistungsbereich auch mehr Vorteile hat. Im Pulsbereich bieten wir hier auch noch den Synchropuls mit an. Alle Pulsanlagen bieten auch den Synchropuls mit, haben den mit implementiert, wo wir die Möglichkeit haben, zwischen zwei Leistungsklassen zu speisen und immer diesen Leistungssprung zwischen heißer und kalter Phase zu gewährleisten, was hauptsächlich im Aluminium- und Chrom-Nickel-Bereich angewandt wird, um hier einfach die Wärme zu reduzieren und eine gewisse Nahtoptik, eine Nahtschuppung zu erzeugen. Was wir noch zusätzlich anbieten, ist die sogenannte Easy-Dokumentation. Hier haben wir die Möglichkeit, am hinteren Teil der Maschine einen USB-Stick anzustecken. Mit diesen Anstecken des USB-Sticks wird die Dokumentation gestartet. Hier werden alle wichtigen Daten wie Datum, Uhrzeit, Strommittelwert, Spannung und Drahtvorschub mit dokumentiert, um hier einfach eine Überwachung der verschiedenen Speisdaten oder Speisungen zu gewähren. Es ist eine einfache Art der Dokumentation in einer Art Excel-Tabelle, also in einem CSV-File, welcher vom USB-Stick ganz einfach runtergeladen werden kann.
Was wir noch des Weiteren anbieten, ist eine optionale Erweiterung mit einem Schlüsselschalter, sodass das System abgesperrt werden kann, also auch hardwaremäßig mit einem Schlüssel. Eine Absperrung via Tastenkombination ist immer möglich mit dem neuen System. Und noch ein kleines Feature, die ganzen Transdeal-Anlagen bieten 3 Jahre volle Gewährleistung bei einer Produktregistrierung und sind natürlich auch sicherheitstechnisch überprüfbar und kalibrierbar. Jetzt würde ich sagen, wir bereiten das System einfach vor, stellen die Kennlinien ein und würden dann mit euch gemeinsam mal schweißen. Wir haben ein Aluminium-Silizium-Draht eingebaut in Durchmesser 1,2. Wir haben die passenden Vorschubrollen eingebaut in der roten Farbe. Die Rollen und die Verschleißteile sind jetzt mit der Transdeal, genauso wie bei der TPSI, farblich gekennzeichnet. Und wir müssen jetzt nur noch den Materialwert einstellen. Das heißt, wir haben hier einen Aluminium-Silizium-Werkstoff im Durchmesser 1,2, verwenden ein reines Argon in 100% und müssen noch ein bisschen die Leistung anpassen und dann können wir losschweißen. Transdeal Puls beinhaltet für die gängigsten Zusatzwerkstoffe alle Kennlinien im Standard- und Pulsbereich. Und gerade die kompakten Anlagen der Transdeal Puls eignen sich hervorragend für den mobilen Einsatz, für den Baustelleneinsatz, da sie alle 3 Schweißverfahren beinhalten. Wenn ihr weitere Informationen zu den Geräten und zu den Produkten haben wollt, könnt ihr auf unsere Homepage gehen. Die Homepage ist unten in der Infobox verlinkt. Oder wenn ihr Interesse an den Systemen habt und mal eine Vorführung wünscht, wendet euch an euer Fronius-Team oder an den Fronius-Partner.